Das Kinder? Natürlich. So, ihr Brüder hier, kommt mal alle mit. Alle. Steht ja wieso nur tagelang rum. So, alle mit, alles mit. Kommt mit. Ja, aber da sind halt natürlich sehr viele Kinder dabei, das ist auch klar. Da haben wir noch einen Erwachsenen auf jeden Fall. So, wie viele habe ich da? Eben ja immer mehr. Kommt, Dorfbewohner. So, das reicht mal. Würde ich mal sagen, hier habe ich für euch ein bisschen Arbeit. Bekehrter Bauer. Ja. Bekehrter Bauer. Bauer, ja, das klingt gut. Da. Dann da. Bekehrter Bauer. Noch ein paar hier. Komm. Bekehrter so Bauer. Viele Kinder. Da auch noch. Bekehrter Bauer. Wo haben wir noch keine? Bekehrter Bauer. Und hier hinten? Bekehrter Bauer. So, das sollte mal reichen. Dann haben wir noch mal ein paar mehr. Und dann helfe ich da wieder mal ein bisschen aufzufüllen. Ach so, ich wollte ich nicht. Ich wollte Erz. Also Nahrung. Ich weiß nicht, warum ich immer Erz sage. Ich meine eigentlich Nahrung. Aber egal. Das ist ja nicht so schlimm. Sind ja nur kleine Versprecher hier. Und ich muss wieso mal bald einmal eine kleine Pause einlegen hier. Aber ein bisschen machen wir noch natürlich. Ein bisschen. Ich bin gerade so im Fluss hier mit dem Spielen. Dann mag ich gerade nicht pausieren, aber später muss ich schon mal was essen, was trinken. So. Wie sieht's denn hier aus? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Die haben, glaube ich, genug Nahrung. Ich mach mal für die auch ein bisschen was. Die haben ja jetzt Kinder, ihr seht schon. Hier. Die wachsen auch langsam. Diese Stadt hier. Und die wünschen sich einfach eine Mauer. Ja gut. Soll's so sein. Was haben wir hier? Ein Kornspeicher. Mhm. Der müssten wir eigentlich eher hier hin packen. Da hätten die wahrscheinlich keine Freude hier. Tja, egal. Ihr kriegt den jetzt hier hin. Und Holz habt ihr eigentlich genug? Dann könnte ich euch nämlich auch noch einen Kornspeicher machen. Die Nahrung, seht ihr ja, haben die auch ein bisschen. Also denen geht's super. Und im Moment wollen die auch gar keine Häuser. So, hier noch ein bisschen Nahrung. Das geben wir direkt an den Kinder. Hier könnt ihr euch da bedienen. Ihr kriegt da auch noch was ab. Und unser Kleiner müsste uns jetzt dann wieso gleich wieder mal ein bisschen helfen. Und da gehe ich nachher mal in die andere Stadt wieder rüber und schau, was dort läuft. So. Dann bauen wir nämlich uns auch hier ein bisschen aus. So. Ja, überall. Alles abbauen hier. Abu, bist du schon wieder fit genug zum Helfen? Schauen wir doch gleich mal. So. Freier Wille. Ja, das geht. Okay. Wo wäre da am effektivsten? Eigentlich schon hier. So. Da kannst du die zwei Felder da bestellen. Und ich mache auch hier mal weiter. So. Hier haben wir auch noch Felder. Und da haben wir ja noch ein Lager, wo noch nicht fertig ist. Komm, machen wir doch hier. So. Bauen wir das Lager hier fertig. Vielleicht kriege ich hier auch noch ein Feld hin. Ich denke schon. Da müsste doch was gehen. So, Feld. Ja, der ist nicht so fruchtbar. Hier geht noch. Und hier? Zumindest ein kleines Feld. Geht das? Schnell schauen. Ja, das bringt uns nicht so viel. Aber ich baue da jetzt trotzdem hin, jede Lücke ausnutzen, wo geht natürlich. Wir brauchen einfach jetzt viel mehr Felder. Da geht natürlich nicht, da ist schon alles verbaut. Da könnte man noch was hinbauen. Wie schaut's hier aus? Da ist auch ungünstig, natürlich. Aber hier, haben wir hier noch ein Feld hin. Da noch ein Feld. Das stört ja nicht, auch wenn dort unter der Festung ist. Baue ich hier noch was hin?
geben wir hier aber mal Vollgas hier. So, da könnten wir doch noch einen Weg nach oben bauen. Ich muss mal schauen, ob ich da hochkomme. Das müsste aber eigentlich schon gehen, hier Gebiet. Komm, wieder hoch. Oder hier? Yep. Ich will eigentlich nur zu dieser... zu diesem Lager hier. Aber scheint nicht so einfach zu sein, wie ich das mir so gedacht habe. Na komm schon, das muss gehen. So, und jetzt vielleicht da noch verbinden. Yep. Da kann ich nämlich hier oben sicher auch noch ein Feld hinplatzieren. Ja, damit passt da sicher noch was. Nee, das bringt nicht mal was. Okay, egal. Hauptsache, es ist erschlossen hier. So, wie schaut's denn aus? Nahrung immer noch nicht besser. Abu ist am Schlafen. Hat wahrscheinlich gerade keinen Bock oder ist sehr müde. Aber der tut ja auch sehr viel für uns. Dann darf er das natürlich auch mal ein bisschen schlafen da. So. Ein bisschen Nahrung noch besorgen. Und ich gehe mal schnell schauen, was die anderen Dörfer machen. Die müssen ja auch befriedigt werden. So, denen geht's gut. Die expandieren. Die haben genug Holz. Die haben genug Nahrung. Die haben keine Wünsche. Dann lassen wir das mal so. Da gehe ich mal hier rüber in die andere Stadt. Wie sieht es denn hier aus? Schlechte Bevölkerungszahl. Hier läuft einfach nichts. Okay, wir haben aber jetzt schon ein paar Felder. Nämlich hier. Und ich mache hier gleich nochmal einen. Aber wir brauchen natürlich hier Arbeiter. Sonst macht das alles hier keinen Sinn, wenn wir hier zwar viel Land haben für Erz, aber keine Leute wo abbauen. Also muss ich uns ein paar besorgen. Das ist ein bisschen der Nachteil. Beim ersten Teil, vielleicht spiele ich den auch mal, war der Vorteil, da konntest du alle auffordern, die sollen beten gehen. Dann haben die sich dort getroffen und dann hast du sozusagen immer ein bisschen Überblick gehabt, wo die Leute sind. So ist es halt natürlich überall verteilt und du suchst und suchst, wie ich jetzt zum Beispiel. Da sind die Bauern, ihr seht schon, die gehen hier rein, bringen das Korn, dann wird das veredelt und dann bringen die das zurück ins Lager. So, wie sieht das aus hier? Ich brauche Leute. Ich muss doch dort drüben irgendwie ein paar Brüter haben. Leute, wo seid ihr? Dann nehmen wir gleich die Dame da. Komm. Will ich mitnehmen. Nehmen wir dir zwei mit. Und dann schauen wir mal, ob wir die da rüber platzieren können. Benutzt das Gebäude hier. Brüter. So, dann haben wir hier Brüter. Dann sollten die danach auch expandieren, weil die haben den Wunsch Fortpflanzung und Eisenbedürfnis. Aber da müsste ich jetzt schauen, ob ich nur hier nur Eisen herbekomme. Oh, da hinten hat es eine Mine. Ihr wisst, was das heißt. Ich brauche das Land. Da geht gar nicht. Wo ist meine Kreatur? Kreatur, komm mal her. Obwohl, nein, wir nehmen die Armee. Komm, Armee? Nehmt das ein, erobern, ja. Aber die Kreatur nehme ich trotzdem mal hier hin, weil, wenn die jetzt kommen, habe ich ein Problem. Komm mal her, Kleiner. So. Komm her. Wir sind auch wahnsinnig. Wir haben hier offen, aber bis jetzt lassen die uns ja in Ruhe. So. Dann nehmen wir das nämlich ein. Dann bekommen wir nämlich hier Eisen. Und dann können wir denen Eisen organisieren. Ich habe ja vorhin mal gesagt, wir brauchen unbedingt noch eine Mine. Aber während die das machen, mache ich Folgendes. Oh, der Kleine ist todmüde. Okay. Wollte das eigentlich nicht. Komm mal mit. Ich lasse ihn nämlich hier oben schlafen. Und ich will jetzt mal hier rüber gehen und schauen, was wir hier tun können. Mal ein bisschen Abwechslung. Ich war jetzt eben hin und her.
Okay, da ist ein Typ. Was macht er da? Schau mal bloß. Der Spion muss durch den Wald. Er läuft schnurstracks in einen Hinterhalt. Wenn du die Schilder umdrehst, kommt er vielleicht sicher ans Ziel. Diese dämlichen Räuber folgen auch nur den Schildern. Wir können sie also in die Irre führen und dem Spion das Leben retten. Okay, das klingt sehr interessant. Mal schauen, wie ich ihm da helfen kann. Also, wenn ich jetzt sage, da muss das anders, aber wie kann ich das denn drehen? Das muss ich jetzt natürlich zuerst mal schnell rauskriegen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt drehe. Also, der läuft hier durch. Da ist der eine. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich das Ganze sehen. Okay, der haben wir jetzt zurückgeschickt. Der läuft jetzt hier lang. Wo ist eigentlich das Ziel? Ich bin wie der Wind. Okay, ich würde mal sagen... Nein! Du musst hier lang. Und du musst hier lang. Klappt das? Ja. Okay. Da würde ich sagen, dann gehst du hier hoch. Da müssen wir schauen, dass da nicht eine uns in die Quere kommt. Du kannst dann wieder zurück hier. Yep. Oh, da kommt noch mal einer. Ist natürlich ein bisschen... Wo bleibt denn unser Kollege sich hier? Oh, der muss doch da lang. Weiß nicht, soll ich den umleiten? Wenn ich die jetzt da hochleite, dann gehen die da lang. Ich weiß noch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte böse enden. Oh, oh. Oh, klein Indy hat ins Gras gebissen. Mist. Okay, das hat nicht geklappt. Aber wo muss ich eigentlich hin? Muss ich da hin? Also vom Zeichen her könnte es sein, dass ich hier hin muss. Ich versuch's einfach nochmal, oder? So, wo ist denn unser Kleiner? Ah, da müssen wir nochmal versuchen. Versuchen wir es nochmal, ja? Okay, ich glaube, erstmal habe ich verstanden, was ich hier machen muss. Wir müssen wahrscheinlich zuerst mal hier lang. Okay. Und der da leiten wir jetzt um. So. Ich versuch's. Zumindestens. Der kann ich nicht umleiten. Wieso denn nicht? Jetzt läuft er uns genau in den Weg und dann ist er tot. Oh, klein Indy hat ins Gras gebissen. Ja. Klein Indy, ja. Ich versuche das nochmal. Ich muss da gleich am Anfang durch den Abblock. Sonst funktioniert das nicht. So. Also. Der geht lang. Hier. Okay, das ist nur Ordnung. Das darf so bleiben. Er geht dann hier rüber. Das sieht schon mal gut aus. Hier ist keiner. Nein. Dann machen wir mal hier eine Umleitung. Das passt. Ja, ich denke, das sollte gehen. Du kommst sehr gut durch. Und danach, wo muss er hin? Sehr gut. Ich habe hier so einen Punkt. Ist die erste Information. Da hinten muss er hin. Ich bin dann würde ich sagen, getarnt. Hier durch. Und danach könnt ihr hier durch. Der ist hier. Okay, das geht. Ich denke, das klappt gut. Da kommen die gar nicht entgegen. Und dann leite ich den nämlich hier durch. Ach komm. Das war jetzt nicht gerade so intelligent, natürlich. Aber er geht ja wieder zurück. Klein Indy ist hier unterwegs. Der müsste jetzt gleich wieder zurückgehen. Was habe ich denn gesehen? Ah. Genau, dann leiten wir ihn um. Und Klein Indy darf geradeaus gehen. Sollte eigentlich klappen. Und dann, wo muss er dann hin? Er muss er hier hin. Okay, dann geht der Himmel hin und her. Dann würde ich sagen, danach leiten wir das Ganze. Geht das nicht? Okay, leiten wir ihn dadurch. Er kommt da durch. Und dann geht er hier lang. Das sollte eigentlich klappen. Dann geht er hier lang. Und dann müssen wir schauen, wie ihr habt neue Informationen erhalten. Okay. Der müsste hier hingehen. Komm, wir leiten den mal da lang. Und der da lang. Ah, Klein Indy geht zurück, oder wie? Ups.
Wo ist er denn? Bin ich gerade verwirrt. Ah, nee, da ist er ja. Okay, jetzt geht er hier lang. Und danach muss ich die irgendwie umleiten. Ich bin wie so. Der Wind. Genau. Der läuft hier lang. Dann können wir die da mal da umleiten. Und danach muss er natürlich zurück. Ihr habt neue Informationen erhalten. Kann hier lang. Und dann muss er ja wieder, läuft er zurück. Dann muss ich hier lang. Der muss dann nach oben. Ja, das klappt ja schon sehr gut. Ich glaube, Sian, da habe ich schon sehr gut umgeleitet. Oh, da ist klein Indy hat ins Gras gebissen. Wie, was, wo, warum? Mist. Hm, wieso hat er jetzt ins Gras gebissen? Hier war doch niemand. Oder doch? Keine Ahnung, woran das jetzt gerade gelegen hat. Ich habe das doch jetzt so schön in die Wege geleitet. Okay, ich würde sagen, noch einen Versuch. Natürlich. Versuchen wir es nochmal, ja? Gleich auf. Yep. Also, du hast hier nämlich einen. Okay, dann leiten wir den mal hier lang. Nee, der ist gut da. Der da lang. Er kommt, läuft hier hoch. Da ist die erste Information. Genau. Gut, der läuft hier weg. Das ist in Ordnung. Da können wir noch sehr machen, dass er zurückläuft. Das ist die erste Information. Und wenn da noch jemand kommt, könnte er... Oh, was ist passiert? Ah, wahrscheinlich, weil wir das eingenommen haben. Jetzt haben wir noch ein Wort von uns gehört. Finden mich nie. Ja, die finden dich nie, solange ich schaue, dass sie dich nicht finden, natürlich. So, wo ist denn die nächste Information? Hier hinten, okay. Du machst den Weg schon mal richtig. Hier entlang, ja. Ist da niemand? Nee. Okay, ich denke, da kommt er auf jeden Fall mal durch. Für die nächste Information. Da müsste ich jetzt mal schauen, wo ich die hin... schicke. Ich glaube, daher schicke ich mal da lang. Dann wird er ja hier durchgehen. Dann hier durch und dann können wir ihn wieder hochschicken. Aber hier können wir. Dann läuft er zurück. Ja, das geht. So, wo bist du, kleine Indy? Ah, da. Da könntest du ein bisschen schneller laufen. Du bist ein bisschen lahm hier. Komm, ich blende das mal kurz hier aus. So. Sehen wir das. Ihr habt neue Informationen erhalten. Ja, ich weiß, ich weiß. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist die vorhin irgendwas schief gegangen. Ich weiß aber nicht was. Ah, okay. Das wäre ein Kerl. So. Ah, der muss zurück. Danach müssen die da lang. Ja, genau. Dann müssten wir die auch gleich los sein. Und er muss wieder, wieso, zuerst hier mal rein, so wie ich das verstanden habe. Da geht er zurück. Und dann wieder rüber. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Du kannst hier lang. Okay, dann geht's hoch. Und du gehst hier lang. Ja, wunderbar. Du musst hier lang. Oh, klein Indy hat ins Gras gebissen. Mist. Okay. Soll ich es nochmal versuchen? Ah, das ist echt schwierig. Das ist gar nicht so einfach. Komm, wir machen mal kurze Pause.